Hi, der Herbst und der Winter sind Suppenzeit und das hier ist eine ungarische Gulaschsuppe aus dem Dutch Oven. Und wie ihr die macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! So, bevor wir mit den Schnibbelarbeiten beginnen, starten wir erstmal unseren Anzündkamin mit den Cococo Eggs. Nebendran seht ihr schon meinen treuen 12 Zoll Dutch Oven zusammen mit der Dutch Oven App. Die werden wir gleich draufpacken, um dann eben auch die Sachen scharf anbraten zu können. Und die Zutaten, die schauen wir uns jetzt an. Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meine Gulaschsuppe aus dem Dutch Oven brauchen werde. Los geht es mit dem Fleisch. Das hier ist 1 Kilo Bœuf Bourguignon. Das hatte ich noch im Eis gehabt. Das hatte ich mal bei YoBeef bestellt. Link zum Fleisch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das werden wir ein bisschen kleiner schneiden. Das ist ja ein klassisches Schmorgericht. Bœuf Bourguignon hatte ich euch auch schon mal als Video gezeigt. Bisschen kleiner geschnitten und zack, habt ihr Gulaschstücke. Dann haben wir hier Gemüsezwiebeln. Die oberste Regel bei einer ungarischen Gulaschsuppe ist, genauso viele Zwiebeln verwenden wie Fleisch. Sprich also einmal 1 Kilo Gemüsezwiebeln. Wir brauchen später noch ein bisschen Paprika, Rinderfond und dann jede Menge Paprikapulver. Und zwar habe ich hier 5 Esslöffel Paprika rosenscharf, 10 Esslöffel Paprika edelsüß. Dann haben wir hier Kümmel, Knoblauch, Majoran, Thymian. Wir brauchen ein bisschen Tomatenmark, etwas Fett zum Anbraten, etwas trockenen Rotwein. Habe ich hier noch Paprikamark und das ist etwas Pfeffer und Salz. Das sind alle Zutaten, die wir brauchen werden. Ein bisschen Zeit brauchen wir natürlich auch, durchgeglühte Kohlen. Und dann würde ich mal sagen, wir legen los. So, ich beginne mit der Vorbereitung der Zwiebeln. Da bedarf es nicht wirklich viel Vorbereitung. Letzten Endes müssen wir sie schälen. So, und die Zwiebeln werden jetzt einfach nur grob zerkleinert. Letzten Endes ist es so, die Zwiebeln werden über die Zeit komplett zerfallen und bilden quasi den Grundstock der Gulaschsuppe. Ganz wichtig ist auch, diese Zwiebeln werden gleich im Dutch Oven nicht scharf angebraten, sondern die werden quasi nur angedünstet und dass sie also nach wie vor ihre helle Farbe erhalten. Und danach kommt das Fleisch dann drauf. Das Fleisch wird nicht scharf angebraten. Das ist etwas anders, als wenn ihr normales Gulasch macht, aber genau da liegt der Trick. So, womit wir dann beim Thema Dutch Oven wären. Hier ist mein Anzündkamin zusammen mit der Anzündkamin-App. Da setzen wir jetzt den 12 Zoll Dutch Oven drauf. Eben etwas Rinderfett hinein. Ihr könnt auch Pflanzenfett nehmen oder Schweineschmalz, je nachdem, was ihr gerade da habt. Und dann wandern sofort, also in den quasi noch kalten Topf, die Zwiebeln hinein. Und während die Zwiebeln jetzt also hier im Topf drin sind und langsam erwärmen, kümmern wir uns ums Fleisch. So, hier habe ich also die Stücke vom Bœuf Bourguignon und ihr könnt schon sehen, die sind natürlich für eine Gulaschsuppe viel, viel zu groß. Für einen Bœuf Bourguignon sind sie genau richtig. Das Video verlinke ich euch natürlich sehr, sehr gerne. Bœuf Bourguignon, ein Klassiker und wirklich richtig, richtig lecker. Aber da ich das schon als Video hatte, macht es ja keinen Sinn, das dann nur nochmal zu machen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach das Fleisch und schneide es in kleinere Stücke. Wie gesagt, alternativ nehmt ihr ganz normales Gulaschfleisch. Das Fleisch ist klein geschnitten. Ich habe hier das Knoblauchgranulat, Kümmel, Thymian und Majoran und das gebe ich über das Fleisch drüber. Massiere das auch so ein bisschen ins Fleisch ein. Und damit sind die Vorbereitungen abgeschlossen und am Topf geht es weiter. So, die Zwiebeln sind fertig angedünstet. Die sehen herrlich aus und ja, die haben keine Röstaromen. Das ist vollkommen richtig so. Ein ungarisches Gulasch ist rot. Rot vom Paprikapulver und nicht braun, weil wir vorher Röstaromen produziert haben. Und genau deswegen wandert jetzt auch das klein geschnittene Fleisch einfach auf die Zwiebeln drauf, wird untergerührt. Jetzt gibt es Paprikasaft. Ich habe hier 5 Esslöffel Paprika rosenscharf und 10 Esslöffel Paprika edelsüß. Das Ganze wird jetzt eingerührt. Und damit dann auch ein klein wenig angeröstet bzw. erwärmt, was natürlich die Aromen aus dem Paprika auch nochmal rauskitzelt. Ihr müsst halt aufpassen, dass der Topf nicht zu heiß ist, dass euch jetzt das Paprikapulver nicht anbrennt. Dann folgt ein großzügiger, oder machen wir lieber 2 Esslöffel Paprikamark. Da entscheidet sich, ob ihr das lieber schärfer oder weniger scharf haben wollt. Ich habe jetzt hier die scharfe Variante. Dann folgen noch 3 Esslöffel Tomatenmark. Das Ganze wird auch gut untergerührt.
So, Tomaten- und Paprikamark sind drin. Jetzt haben wir hier trockenen Rotwein. Da brauchen wir 300 Milliliter. Und dann folgt 1 Liter Rinderfond. Wie man Rinderfond selber macht, habe ich euch neulich in einem Video gezeigt. Verlinke ich euch gerne nochmal. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. So, alles nochmal ordentlich durchrühren. So, und jetzt können wir umbauen, denn jetzt brauchen wir keine starke Hitze mehr von unten. Jetzt geht es einfach nur darum, dass das Ganze hier für die nächsten 2-2,5 Stunden gemütlich vor sich hin simmert. Dadurch kommt noch ein bisschen Flüssigkeit aus den Zwiebeln raus. Das heißt also, Flüssigkeit nachgießen werden wir hier definitiv nicht müssen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier 7 Briketts angeordnet. Darauf stelle ich jetzt den 12 Zoll Dutch Oven. Setze den Deckel auf und obendrauf geben wir dann nochmal 7 Briketts. Wunderbar. Und so lassen wir jetzt unsere Gulaschsuppe die nächsten 2 Stunden vor sich hinköcheln. So, gute 2 Stunden ist unsere Gulaschsuppe jetzt auf den Kohlen. Jetzt habe ich hier Paprika, und zwar eine grüne und eine rote. Und die schneiden wir jetzt gerade auf. Die kommen jetzt mit daran. Die werden uns nämlich sonst komplett verkocht, und das wollte ich natürlich nicht. Die Paprika, die schneide ich jetzt ein bisschen kleiner. Eine halbe Stunde vor Schluss entscheidet sich also, was für eine Gulaschsuppe ihr eigentlich machen wollt. Wollt ihr die deutsche machen, wo dann Kartoffelwürfel mit reinkommen? In Ungarn heißt die nämlich dann anders. Ich verfällt der Name nur jetzt nicht ein. Könnt ihr gerne unten in die Infobox reinschreiben. Aber ich gebe jetzt, wie gesagt, hier die Paprika in Stücke geschnitten mit dazu. So, dann nehmen wir den Deckel mal ab. Wie ihr seht, die Suppe köchelt noch fleißig vor sich hin. Flüssigkeit ist immer noch mehr als genug drin, das ist großartig. Und jetzt kommen die Paprika mit dazu. So, Paprika schön unterrühren. Die wird jetzt für eine halbe Stunde mitgekocht. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt kleine Kartoffelwürfel hättet und würdet die damit reingehen, eine halbe Stunde vor Schluss, dann werden die auch gar. Dann hättet ihr quasi eher die deutsche Variante oder wie Gulaschsuppe in Deutschland bekannt ist. Ich werde jetzt noch ein klein wenig Pfeffer und Salz mit da dran geben. Dann rühren wir nochmal durch und dann, wie gesagt, Deckel wieder drauf, noch eine halbe Stunde warten und dann ist meine ungarische Gulaschsuppe aus dem Dutch Oven fertig. So, eine halbe Stunde später nehmen wir den Deckel vom Topf nochmal runter. Oh, und ich kann euch sagen, der Duft ist großartig und danach, nachdem wir die frische Paprika mit an die Suppe getan haben, ist es so, dass die frische Paprika der Suppe noch eine Süße verleiht. Jetzt probiere ich nochmal eben kurz, zu schauen, ob da gegebenenfalls noch Salz oder dergleichen dran muss. Kann ich einfach nur sagen, die ist so, wie sie ist, genau richtig. Meine ungarische Gulaschsuppe ist fertig und wir können jetzt servieren. Dann gehen wir mal einen Schlag voll in den Teller rein. Die schaut wirklich gut aus und sie riecht absolut fantastisch. Als Beilage empfiehlt sich da Brot. Ihr könnt da, wie gesagt, verschiedene Sachen machen. Ihr könnt eine halbe Stunde vor Schluss Kartoffelwürfel mit da reingeben. Ihr könnt Nudeln mit da reingeben und das einfach durchziehen lassen. Oder aber, so wie hier, klassisch als Suppe mit einem Stückchen Weißbrot, Baguette, wie auch immer, genießen. So, hier ist meine ungarische Gulaschsuppe. Jetzt wird das Ganze natürlich auch probiert. Und zwar hier mit dem Fleisch und der Paprika zum Wohl. Heiß ist das Ganze. Diese Sämigkeit von der Zwiebel da drin. Und ich hatte ja noch das scharfe Paprikamark mit dazu getan. Zusammen mit dem Rosenpaprika ist das hier eine relativ pikante Variante der Gulaschsuppe. Wer es weniger pikant mag, nimmt ein ganz normales Tomatenmark. Das macht das Ganze etwas milder, aber hui. Sie wärmt, sie ist lecker, hat von der, für die Suppe genau die richtige Konsistenz. Richtig, richtig gut. Stelle ich mir tatsächlich auch ziemlich lecker vor, wenn du da jetzt so ein paar Nudeln zu hast. Richtig, richtig leckere Sache, die ihr auf jeden Fall mal nachmachen solltet. Und wünsche euch ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich einen Kommentar. Solltet noch kein Abonnenten meines Kanals sein, hier unten habt ihr auf kostenfreier Ehrengriller-Basis das gerne zu ändern. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, folgt Barbecue aus Rheinhessen auch gerne bei Instagram. Und wenn ihr das gerne nachmachen wollt, den Link zum Fleisch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachtopfen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.